Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hi Chris. Servus, hi. Ich bin noch etwas zittrig auf dem Bein gerade. Ich bin mit Chris mit seinem, was war das, Canon Maverick? Genau, kleiner Buggy. So ein kleiner Buggy mit 120 durch den Wald geschossen. Da haben die Rehe so geguckt, so, und die Hasen so. Und ich habe keine Brille aufgehabt. Ich habe, glaube, was weiß ich, ich habe alles in den Augen gerade. Ist das dein neues Spielzeug? Ja. Befriedigt dich die Koi-Zucht immer, oder? Man braucht immer eine kleine Abwechslung, ne? Und das ist echt ein geiles Teil, das macht richtig Spaß. Ich bin damit momentan täglich unterwegs. Geil, echt cool. Am Ende vom Blog zeige ich es Ihnen mal. Ah ne, geht gerade nicht, Michael Rublin dran, der hat es sogar umgewandelt. Nein, Nico Haku, wann sind Sie geboren? Irgendwann im Mai. Ne, im April. Im April. Okay, ich nehme gleich die Kamera auf die Hand. Ja. Erzähl uns, wie ist es gelaufen? Ja, die Verpaarung haben wir jetzt. Die Schlupfrate war super, oder? Wie bitte? Die Schlupfrate muss super gewesen sein. Schlupfrate war gut. Die Dame ist halt auch schon ein paar Jahre alt, hat schon ein paar Mal abgeleicht. Und dann merkt man einfach, dass mit den Jahren es einfach immer besser wird. Das ist deine Kohaku-Verpaarung, wo du auch zum ersten Mal gezüchtet hast? Nein, die Verpaarung hat man schon mal vor 2 oder 3 Jahren angesetzt gehabt. Aber es ist immer noch der große Konishi Kohaku. Genau, es ist der Konishi Kohaku. Und das sind, das ist ja schon einmal selektiert, sind irgendwie bestimmt über 100.000 Fische gewesen am Anfang. Boah. Ja, aber die hatten auch eine sehr hohe Überlebensrate. Genau. Das ist ja, ja Wahnsinn. Genau. Du hast uns bei dem letzten Blog und vorletzten erzählt, dass es schwierig war, die Futterumstellung zwischen 2 und 4 Wochen. War das hier einfacher oder hast du da noch genügend Artemia? Da hatte ich noch genügend Artemia. Das Kohaku war einer der ersten Kreuzungen, die wir gezüchtet hatten. Mhm. Und dementsprechend haben wir dann noch genügend Lebensfutter gehabt. Und das wurde dann einfach von Kreuzung zu Kreuzung immer weniger und deswegen hängt das Wachstum beim Sanke zum Beispiel ein bisschen hinterher momentan. Mhm. Aber wir sind jetzt aktuell am Gegensteuern. Wir haben noch 1, 2 Kreuzungen, die wir noch planen dieses Jahr. Und wollen da jetzt einfach noch ein bisschen Erfahrung mit sammeln, wie wir die Kleinen noch schneller und stabiler großgezogen bekommen. Ja, das ist eines der großen Geheimnisse. Und je mehr man natürlich schnell groß bekommt und je weniger sterben, desto höher ist natürlich auch die Chance, aus dem Gesamtwurf die entsprechenden wertvollen Tadigoi rauszubekommen. Aber die Größenunterschiede sind ja auch eklatant. Da sind wieder einige Fisch-Eater drin. Für die ist das natürlich hier das Paradies. Von der ersten Minute an ist das hier so ein bisschen eskaliert. Also es waren noch deutlich, deutlich mehr auch am Anfang schon. Aber sobald das einmal anfängt, kannst du nichts mehr gegen machen. Du musst du eigentlich alle einzeln rausfangen, aber am nächsten Tag hast du wieder den nächsten großen drin, das ist irgendwie so ein Teufelskreislauf, deswegen haben wir es jetzt am Ende einfach laufen lassen. Okay. Ist auch ein Stück weit einfach Natur, ne? Das muss man einfach dazu sagen. Ja, das ist ja. Und hier auch die Rotfärbung des Wassers aufgrund des Futters, was du gerade futterst. Korrekt. Das Rosenfutter aus Holland. Ich krieg keinen mehr richtig. Ja. Keinen mehr den kenn ich. Ein Glöber. Ja, das war gut. Und du würdest jetzt schon sagen, insgesamt viel mehr, viel stabiler und bessere Qualität als im letzten Jahr? Auch von der Qualität her ist das Gleiche. Ich meine, es ist dieselbe Verpaarung. Von daher, die Befruchtungsrate ist höher, die Überlebensrate ist höher. Aber was die Zeichnungen angeht und die Größen und so, müsste es eigentlich das Gleiche sein, wie auch im letzten Jahr bzw. im vorletzten Jahr. Eine höhere Chance zu selektieren. Genau. Das ist ja das, was am Ende. Wann wirst du das nächste Mal selektieren? Die werden wir jetzt am kommenden Wochenende selektieren. Ich weiß nicht, wann du den Blog hochlädst. Also jetzt in 3, 4 Tagen werden wir es selektieren. Ende Juni. Ja. Und dann haben wir hier auch wieder ein klareres Bild. Die ganzen Kleinen, die fliegen jetzt raus. Auch die Zeichnung spielt jetzt langsam eine Rolle, auf die wir achten werden. Das war bei der allerersten Selektion noch nicht so der Fall. Da ging es einfach mal darum, die ganzen Krummen, wie hoch ist der Prozentsatz der Krummen bei der Zucht? 10, 20, 30 ungefähr geschätzt. Nö, das geht schon Richtung 30, vielleicht 40%. Okay. Ja, ist nicht ungewöhnlich. Wir haben es hier mit einer Hochzucht zu tun. Da sind natürlich die Blutlinien schon relativ eng. Und je höher eine Varietät bereits gezüchtet wurde, und da gehört der Kohaku wahrscheinlich mehr dazu als jede andere, desto mehr hat man das natürlich. Ja, wobei wir da auch im nächsten Jahr vielleicht noch eine andere Verpaarung mal ansetzen wollen. Wir wollen es einfach mal probieren, weil wir sehen es an den Nanashi. Die schwimmen im Becken nebenan. Ist kein einziger Krumm. Ne? Was hast du da? Ja gut, das verraten wir dann im nächsten Blog. Ja. Da bin ich dann mal gespannt. Und das, glaube ich, kann man schon dann darauf zurückführen, wie du sagst.
Die eine oder andere Varietät ist einfach schon so brutal hoch gezüchtet. So. Und die anderen eben nicht. Das ist zum Beispiel bei der Nanashi so. Du hast auch bei deinem Misuho Ogon gesagt, dass du wenig hattest. Genau. Und da haben wir jetzt eine alte Misuho Blutlinie und dann einen Konishi Karashi Yamabuki bzw. Konishi Karashi Orenji Ogon und die haben vom Blut her überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Genau. Und das ist natürlich eine komplette Blutauffrischung wieder. Das mag man vielleicht gar nicht so glauben, wenn man sich mit dem Thema nicht täglich beschäftigt. Aber die Blutlinie, die Verpaarung, das ist eigentlich so das, worauf es ankommt. Man kann jeden Fisch mit jedem kreuzen, aber die müssen halt wirklich zusammenpassen. Nur dann erzielst du ein gutes Ergebnis. Und dafür musst du einfach im Jahr 5 bis 10 Kreuzungen machen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was passt zusammen, was geht. Um auch am Ende eine Stückzahl zu haben, die qualitativ hochwertig ist. Okay. Chris, ich muss hier raus. Hier hat es 50 Grad in deiner Halle. Hier brennt die Sonne drauf. Hast du mal gemessen, wie ist die Lufttemperatur hier? 50, 55 Grad. 50, 55. Und Beckentemperatur? 30. Ticken drunter. Aber ja, das schwarze PE heizt sich einfach sowas von brutal auf. Ist geil. Also im Sommer ist es vielleicht ein Ticken zu warm, aber im Winter spart es so viel Energie, dass das echt angenehm ist. Also, Chris, wir danken dir und ich brauche frische Luft und dann machen wir deine Nanashis noch. Hau rein, ciao. Ach ja, den Buggy wollten wir noch zeigen. Ach, hier ist das Teil. Monster. Und da sind wir gerade durch den Wald gefahren. Nicht empfehlenswert, zumindest nicht mit Chris. In diesem Sinne, machen Sie es gut, Chris. Hau rein. Ciao.